Hallo und grüß euch, ich bin der Patrick von Corpus Motum. Wir schauen, dass wir uns Hüftbreit hinstellen, Unterbauch ist gespannt, die nächsten Übungen am Steg. So, ganz leicht wie in Italien ist das Klo, kennst du noch, oder? Einfach schauen, nach hinten spannen, Unterbauch ist gespannt. Das Gewicht ist eher Ferse, Großzehen-Grundballen und Kleinzehen-Grundballen. Die Zehen könnt ihr ein bisschen spülen da. Und dann strecken wir uns einfach nach oben. Einfach großen machen, dabei bleibt aber der Unterbauch gespannt. Schaut wirklich Spannung halten. Aber trotzdem weiter atmen. Es soll nirgends wehtun, es darf ein bisschen in den Muskel spannen und dann jeder für sich schauen, zur Seite so gut wie möglich durchbewegen. Okay? Gut, rechts, links. Dann gibst die Hände hinten so zum Übergang, also Beckenkamm und Lendenwirbelsäule und dann drückt sich so nach hinten. Und da kannst du die Ellenbogen ganz leicht nach hinten spannen, da habt ihr ein bisschen Dehnung im Brustkorb vorne. Schön nach hinten spannen. Durchatmen, dann kommt mehr Dehnung rein und dann wieder nach vorne unten bücken, so gut es geht, soweit jeder halt einfach kommt. Gell? Da könnt ihr runter, die Füße müssen nicht überstreckt sein. Also ihr könnt ruhig so ganz eine leichte Beugung haben und einfach mal oben gehen, dass wir wirklich einmal durchmobilisieren. Wieder nach oben strecken, Hände hinten eine und nach hinten spannen. Dann Hände nach oben, die Hände oben zusammentun. Ein bisschen nach rechts spannen. Und ein bisschen nach links spannen. Richtig. Nach oben kann man das auch schauen, greifen. So dieses Zwetschgenklauen, was man früher in der Schule oft gemacht hat. Gell? Dann stellen wir uns in Schrittstellung. Das Becken ist aufrecht, Unterbauch bleibt gespannt. Und wir schieben so ein bisschen das Becken nach vorne, dass wir da eine Ziehung haben. Das ist ein bisschen schwer zu finden. Schaut, dass es sonst noch ein bisschen weiter nach hinten geht. Dass richtig da ein bisschen eine Ziehung habt. Gell? Das halten und dann machen wir einen Wechsel. Andere Seite, Schrittstellung, aufrichten, Becken halten, ein bisschen nach vorne, Bauch ist gespannt. Genau. Dann, dass wir einen Oberschenkel noch gedehnt haben, greifen wir es irgendwo an, dass wir nicht irgendwo in die Sehne hupfen. Und wir schauen, Oberschenkel wird gedehnt und der Bauch ist gespannt. Und durchschnaufen. Da ist auch wichtig, dass ihr nicht einen Fehler macht, dass ihr dahinter zieht und komplett ins Hohlkreuz geht. Weil wenn ihr jetzt an den Hüftbeugen und den Oberschenkelmuskel vorne dehnt, zieht der gern das Becken eben nach vorne. Okay? Jetzt schaut, mir ist wichtiger, wenn ihr nicht weit hinterkommt, müsst ihr lieber, ihr seid da mit dem Fuß und nicht da unten und seid dafür oben im Hohlkreuz. Das heißt, also lieber mit dem Fuß vorn bleiben, von dem her, als wir oben die Lendenwirbelsäule im Hohlkreuz zu haben. Okay? Dass so schaut, Unterbauch ist gespannt, dann spürt ihr eh schon mehr Spannung an den Oberschenkel. Wenn ihr oben gegenspannt, dann habt ihr die Spannung. Okay? Da auf die Lendenwirbelsäule aufpassen. Gut, das waren wieder ein paar Übungen von Corpus Motum. Bis zum nächsten Mal. Und schaut euch die anderen Videos auch noch an. Morgen!